Wenn die App hier wieder gebaut ist, kann ich dir gerade mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Einfach Geld reinwerfen und erwarten, dass der imaginäre Korb das fängt. Kommt, komm. Alter. Bitte, das ist schlug. Fassungslos. Und wenn auch du immer besser werden willst, trainier mit Smash Gym. Long story short, wir sind aus dem Urlaub wieder da. Erster Story für heute gemacht. Rest der Woche muss ich auf jeden Fall auch noch machen, aber ich telefoniere gleich mit Finn. Wir fangen jetzt auch mal an, den kompletten Urlaubs-Content, den ich hier gemacht habe, aufs MacBook zu ziehen, dementsprechend ja dann auch zu schneiden im Laufe der Woche. Boah, ist mir fancy, ne? Übertreiben jetzt. Insta-Story mit Mikro. Ich habe hier endlich ein OBS-Setup, wie du siehst, mit Webcam und allem auf meinem Linux. Also, du siehst ja hier unten kein Windows. Das heißt, ich kann endlich auch davon streamen. Ich mache ja die meisten Recherchen davon. Das ist auch die Überlegung dann morgens. Gut, ich stehe halt um 6 auf oder was. Da wird wahrscheinlich keiner da sein. Aber das Ganze auch einfach zu streamen, wie ich da recherchiere und so ein Shit. Und jetzt kann ich das viel entspannter machen, als immer restarten zu müssen, die Links rüber zu schicken. Ganz scheiße, ja. Jedenfalls. Das habe ich eben eingerichtet. Ich hoffe, dass ich morgen streame und einen neuen Trainingsplan baue. Und jetzt gehe ich erstmal skaten. Ja, es kommt noch rüber. Dann fährt der Fahrrad oder joggt oder was. Ich skate hier mit. Hab ich gesagt, der glüht mal wieder, weil ich einfach nur ein bisschen Color Correction habe auf 1080p Footage. Ja, kann man nichts machen, ne? Aber Instagram-Stories kriegen jetzt hier eine schöne Animation mit Titel, worum es geht in der Story. Oh, baby. Wir haben eben im Stream zusammen in ca. 1,5 Stunden Trainingsplan erstellt. Der ist hier 5 Tage die Woche. Push-Pull, in der Mitte einen Eigengewichtstag und am Ende einen Cardio-Tag. Sau geil. Streamboard lade ich dann auch noch auf YouTube hoch wahrscheinlich und dann kannst du es auch nochmal anschauen. In the end we all go crazy. I just didn't waste no time. If living for a dream is crazy, I don't ever wanna be sane. I don't ever wanna be like you. I'll die before we become the same. I am everything that got you here. I was that self-belief that no one else believed in you. I'm infinite, endless. You depend on me for ambition. I depend on you for existence. Hast du die Algen alle rausgemacht? Nee, ich hatte zwei Leute hier von der Kerstin, ein Kollege und seine Freundin. So. Was glaubst du, die haben... Guck mal, da hinten hin, das haben sie mit dem Schlauch, mit der Pumpe rausgespritzt auf dem Gras. Wo warst du? Da, wo überall rote Schlampe sind. Ach so. Ich muss das heute Abend noch mal nass machen wieder. Shadows knew that they were sent for me. Ammunition to ambition, I'm a stirrer of the pot. It's amazing all that you can do. Introducing thoughts, flashback to the past. Fast, that's an ego trip. That's a fast pass to that anger and I'm loving it. It's negativity, that what do people really think of me? That you ain't heard of me, that fuck you if you never think of me. That living ego, that what do they know? That voice inside your mind who gets high up of what we do, now let go. They told me that I was crazy. They said that I lost my mind. Wir haben es geschafft. Ich habe für nächste Woche und hier relativ wenig Content. Hier, der ist jetzt noch nicht da, aber da fehlen jetzt noch 2 Posts. Der ganze Rest hier ist gemacht und die Woche danach habe ich auch schon einen gemacht. Dementsprechend kann ich mich am Sonntag ganz entspannt hinsetzen, dann auch Content machen. Dann passt das alles
und mich jetzt fertig machen für Golf mit Darius. Wir gehen heute Golf spielen und dann Samstag auch nochmal. If living for a dream is crazy, I don't ever wanna be sane. I don't ever wanna be like you. I'll die before we become the same. Oh, da liegt aber echt nicht übel. Don't think that you control me, I'm the one and only. You're the product of my mind, product of my life. You're a sickness, you're a pest, you're my kryptonite. Your anxiety, your thoughts keep me up at night. You're revenge, you're the flex, you're the I was right. You're the part of me that I wish that they never knew. I would take myself out just to get to you. You're bluffing, you're nothing, you threaten what I'm becoming. Got a plan for world domination, I've been in here patiently waiting. Got a bite of what I've been chasing and the fame I feast on amazing. Nochmal. Alles gut, lass laufen. Ja, ja. Schön. Jetzt kommt wieder die Standardaufnahme ins Gesicht. Ja. Boah, ich probiere hier die ganze Zeit schon seit ein paar Tagen genau das hier hinzukriegen, dass du das hier rotieren kannst, damit du nämlich zum Beispiel bei einem Training, wenn das Gerät besetzt ist, die Übung einfach nach hinten schieben kannst oder das alles macht. Und das Schwierigste daran ist wirklich einfach das hier hinzukriegen, dass du das so tauschen kannst in der Liste. Die ganze Logik dahinter stelle ich mir relativ simpel vor, die habe ich schon im Kopf, aber das fuckt halt ab, dass du einfach nur dann dieses Event mitbekommst und der Nutzer das ziehen kann. Das ist halt vergleichsweise schwer. Außer ich hole mir von Syncfusion die Controls, aber das Problem daran ist, dann brauchst du eine Lizenz. Das will ich nicht. Hier. Das ist einfach nur Dreck, das ist normal weiß. Und es dreht sich nicht mehr ordentlich. Dementsprechend machen wir das Ganze hier komplett sauber. Bauen das hier auseinander. Mit dem schönen Tool hier. Und dann machen wir das sauber. Hier mit so Creme dafür. Und dann basteln wir das zusammen. Dann kann ich morgen wieder in Ruhe skaten. Dann rollt es wieder. Das Skateboard ist hier. Alles immer noch ab. Das ist nämlich jetzt alles hier drüben. Habe ich alles schon hier so ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt ist es hier hinten. Haben wir hier die ganzen Kugellager. Da haben sich teilweise manche nicht weg, eigentlich überhaupt nicht gedreht. Jetzt drehen die sich alle wieder. Und hier den ganzen restlichen Zeug und so gemacht hat, die Reifen. Dann kommt das hier halt wieder so da rein. Und dann kommt die wieder oben drauf. Auf Skateboard und das hier zusammen. Das mache ich dann morgen, wenn das Ganze getrocknet ist. Morgen, wenn die auch richtig sauber sind, gibt es dann auch hier noch den Tropfen. Been making me sick, talking about the world, you can't save it. Make everything about you, it's much more easy to do. How dare you try to disrespect me, you know I'm the one who made the moves. You wanted revenge, who delivered, was it you? It was me, wait a second, think before you go it. They told me that I was crazy. They said that I lost my mind. In the end we all go crazy. I just didn't waste no time. If living for a dream is crazy, I don't ever wanna be sane. I don't ever wanna be like you. I'll die before we become the same. You think you have recht? Rechte Abschläge waren das. But I will always own. Einfach Geld reinwerfen und erwarten, dass der imaginäre Kopf das fängt. Kommt, komm. Hallo. Wie tritt das Schluck? Fassungslosigkeit. Das Geld ist drin. Das war auf Video. Alles gut. Ich hab schon mein Geld mit. Ja, ich nehme das Ding auseinander. Ist das ich hab nämlich. Nee, Scheiße. Ich hab. Ja.
Man kann es ja fast zusammenschneiden und so ein Dings, Weekly, Verbesserung beim Ausführen. Du stehst schräg. Ich weiß, die verhängen sie den Bäumen. Warum? Schön. Der war schön. Golf spielen mit dem Gissel macht einfach richtig Laune. Das Schöne am Golf ist einfach, du stehst da, konzentrierst dich auf nichts anderes, bist tiefenentspannt, machst dann ein paar Schläge, saugeil dann auf der Driving Range, einfach die Schläge durchschwingen lassen, flatsch, mal ein bisschen 150 Meter oder so weghauen. Gute Neuigkeiten, wenn wir jetzt hier einen Plan bearbeiten oder allgemein hier einen Plan erstellen wollen in Smash Gym, können wir jetzt die Übungsreihenfolge einfach per Track and Drop ändern. Und du siehst, es ist wirklich geändert. Wir haben das Dropset jetzt hier als erste Übung, ziehen wir das wieder zurück, haben wir das Dropset wieder hier, der aktualisiert das alles und bam, easy ist es da. Nice. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mal so machen, dass es auch geht, wenn du nämlich trainierst, und dann passt das. Und dann haben wir hier noch einen Fehler, dass wir das nicht verlassen können, was irgendwie shit ist. Das heißt, ich werde sterben. Insta-Content, Darius am Schreien, aber es regnet, wenn man ja nichts hört. Rage sind zu YouTube sind am Start, das ist der Fakt hier. Ach du Scheiße, gleich fahre ich noch zu Janik. Oh, erstmal Content machen. Ich gehe gleich raus schwimmen, Junge, aber nicht im Pool. Jep, her. Prösterchen auf unseren vertrieblichen Erfolg. Weißt du, Kopf. Ist schon jetzt Reaction-Video oder kommt das noch? Das ist ganz normal. Also. Nächste Woche ist die letzte Woche des Praktikums bei der USD. Was ziemlich schade ist, weil es einfach eine geile Zeit war, ein geiles Jahr, in dem ich extremst viel gelernt habe. Dementsprechend muss ich aber meinen Zeitplan nächste Woche auf die Reihe kriegen, weil ich dort viel vor Ort sein werde und nicht im Homeoffice. Dementsprechend habe ich dann natürlich wieder die Pendelzeit, die mit hinzukommt, die ich einplane in meinen Zeitplan. Dementsprechend sind da jetzt relativ viele Termine hin und her geschoben. Das ist ganz lustig, das habe ich hier eben gemacht, dass das hier alles stimmt und dass ich weiß, wann ich was mache. Da ich jetzt auch einen Trainingsplan habe, wo ich 6 Mal die Woche trainiere, einmal Cardio, einmal Eigengewicht, 4 Mal Push bzw. Pull, ist es dementsprechend auch spannend, da morgens die ganzen Termine dann zu bekommen, weil ich probiere mit morgens zu trainieren. Aber das Ganze, wie es funktioniert und so weiter. Sehen wir nächste Woche mein Zeitmanagement-Gedöns, kennst du ja. Ich mache mir immer einfach gewisse Blocks, eine Stunde oder sowas, mit ein bisschen Toleranz dazwischen, die ich dann einfach allokiere, um zu sagen, ey, hier in dem Zeitraum will ich das und das gemacht haben, arbeite dann einfach an einem Projekt, nicht irgendwie sonderlich, ich muss das unbedingt fertig kriegen, sondern ich arbeite daran weiter. So teile ich mir die Zeit ein, allokiere die Zeit. Nächste Woche ist die letzte Woche des Praktikums bei der USD. Was ziemlich schade ist, weil es einfach eine geile Zeit war, ein geiles Jahr, in dem ich extremst viel gelernt habe. Sub rein, hier sind auch noch 2 Videos, die du gucken kannst. Das meiste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert, also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mache ich dir auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die 2 Videos an.